Hallöchen auch und willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Frenbo. Jetzt sind wir auf dem Friedhof und der Dr. Deer ist anscheinend nicht so ein Böser. Also, er macht jetzt so den anderen Eindruck. Denn er wurde von der Anstalt verwiesen und anscheinend hat die Oswald-Anstalt irgendwelche Experimente an Kindern gemacht. Okay, Brechstange nehme ich mal mit. Aber wie ihr seht, es wurde auch in der letzten Folge eigentlich hier überall geschrieben, Frenbo wäre angeblich im Wald gerannt und erfroren. Wir wären angeblich tot. Und wir wären angeblich nur, wenn wir 34 geboren sind als Frenbo und 44 gestorben, dann wurde Frenbo bloß 10 Jahre alt. Krasse Geschichte-Wendung, wa? Okay, mehr kann ich hier nicht machen. Sonst, hier ein Engel. Oh, hallo Steinfrau, bist du müde? Dann gehen wir mal in den Friedhof rein. Hier ist die letzte Ruhestätte deiner Eltern und auch deine. Warum haben sie mich hierher gebracht? Tut mir leid, Freund, aber die Dinge sind, wie sie sind. Deine Eltern wurden ermordet. Wenn wir wissen, wer sie getötet hat, kann uns das helfen, die Dinge richtig zu stellen. Was meinen Sie mit richtig? Ich meine damit, dass wir, wenn wir die Schuldigen finden, Gerechtigkeit erleben werden. Mit dem Gesetz können wir so etwas bestrafen und auch andere davor schützen, verletzt zu werden. Ich verstehe. Und wobei brauchen Sie meine Hilfe? Um Hinweise und Beweise zu finden. Wir müssen die Särge öffnen. Okay, ich helfe. Vielleicht kamen die tödlich, wenn wir schon. Ja? Wie auch immer. Wir brauchen Schaufeln zum Graben. Ich gehe nach links und du nach rechts. Wir sehen uns genau hier ein paar Minuten, alles klar? Ja, Dr. Dean, wir sehen uns. Moment, er geht nach links und wir sollten noch. Ja, okay. Ich schaue es mir trotzdem mal an. Oh, wow, das ist bitter. Martin Bau, Vater, 24.06.1901 bis 21.07.1944. Lucia Bau Deggenhardt, Mutter, 13.02.1905 bis 21.07.1944. Frenbo Deggenhardt, also wir. Tochter, 17.12.1934 bis 22.07.1944. Oh, süßer kleiner Bär, du musst auf meine Eltern aufpassen. Eine Rose ist sie gegen. Ist sie gegen den schlechten Geruch oder der verfaulten Leichen? Kleine Kerze hat aber älter warm. Die ist doch gar nicht an. Okay, das ist echt so merkwürzig. Ich frage mich, was die Frau hier in den Händen versteckt. Ist das ein Käfer? Ja, okay, wir gehen mal nach rechts. Eigentlich wollte ich eigentlich andersrum gehen. Ich wollte zum Doktor gehen. Geht das überhaupt? Kann ich in seine Richtung gehen? Hä? Wo ist der bitte schon hin? Kein Name, kein Blumen. Vielleicht ist da niemand dort unten. Ja, wer weiß. Au, es klemmt. Das muss der Schaufel... was? Der Schaufelraum sein. Du musst leise sein, Fabio. Oh, aber ich bin nicht Fabio, ich bin Fran. Hallo, kleiner Kieferzapfen. Was? Oh mein Gott, ein Riese. Oh, bitte keine Angst, ich tue dir nichts. Ich dachte, Riesen können uns nicht sehen. Ich glaube, ich kann dich sehen, weil ich sehr große Augen habe, siehst du? Ah, verstehe, ich bin übrigens Sebastian, der Sammler des Stamms. Der Sammler des Stamms? Das klingt aufregend. Im Moment versuchen wir etwas glänzendes Leder zu finden. Wir brauchen es für das Paarungsritual.
Oh, das ist interessant. Glänzendes Leder. Letztes Mal haben wir Menschenhaut benutzt, aber die wirklich, wenn wir wollen, sie zu wollten sie zurück. Also suchen wir etwas, das künstlicher ist. Nun, ich hoffe, du findest das Leder. Sebastian, tust du mir einen Gefallen? Kommt auf den Gefallen an, große Dame. Ich frage mich, ob du mir die Tür von innen aufmachen kannst. Das könnte ich tun, aber wir können uns auch gegenseitig helfen. Bring mir ein Stück Leder und ich öffne dir die Tür, okay, große Dame? Aber wo soll ich denn es finden? Na gut, ich schaue mich, was ich tun kann. Das Auto. Definitiv das Auto. Weil dann können wir, deswegen können wir da auch noch hin. Ja, dachte ich mir schon. Ups, da habe ich ein großes Loch gemacht. Naja, ist jetzt Leder. Ich glaube, ich hoffe, wir müssen es nicht polieren oder so. Glaube ich nicht. Vor allem, Freundburg könnte ja auch auf den Doktor losgehen. Der hat ja. Sie hat ja ein blutiges Messer. Benutzen. Süß. Wow, danke, große Dame. Unser Stamm, die Kiefern, Kiefertastischen, wird glücklich sein. Und jetzt öffne ich die Tür. Eine Sekunde. Autsch, geht's dir gut, Sebastian? Sebastian? Mir geht's gut, ja. Gut, nun danke, du hast die Tür, dass du die Tür geöffnet hast. Gut, nun, danke, du hast die Tür geöffnet. Gern geschehen, große Dame, Fabio. Oh, ich muss los, gute Nacht. Hey, Fabio, warte, ich hab das Leder. Süß. Ha, sonst gar nichts. Sonst kann ich hier nichts gebrauchen. Das ist überhaupt nicht toll. Ich brauche etwas mit. Also hier sind keine Schaufeln drin. Da bist du ja, Freund. Schau mal, ich habe Schaufeln gefunden. Graben wir. Okay. Wieso lasst er uns dann. Moment, wieso lasst er uns dann nach rechts gehen, bitte? Tja, jetzt brauchen wir etwas, um die Särge zu öffnen. Sieh, Clem, ich hatte ein Brecheisen im Auto, aber ich kann es nicht finden. Ich habe das Brecheisen genommen. Ich muss damit eine Tür öffnen. Wollen Sie es wieder? Nein, Freund, aber du hast die Ehre, die Särge zu öffnen. Okay, ich öffne sie. Leichenschändung, na toll. Das wird gerade so unlustig. Hallo, Papa. Oh mein Gott, Papa, der Dödlichwurm hat deine Augen genommen. Oh Mama, du bist so dünn, ein bisschen zu dünn, würde ich sagen. Oh, ist das makaber. Eine Katze. Das ist doch nicht Mr. Midnight, oder? Jo, ich bin im Sarg, super. Aber das kann nicht sein, Kätzchen sein. Mr. Midnight ist zu Hause. Hast du etwas gesehen, was uns dem Mörder näher bringt? Nein, ich fühle mich nur sehr schlecht dabei, meine Eltern zuzusehen. Die tote Katze ist nicht meine Katze, sie lügen. Vor allem, wie gesagt, deine Katze war verschwunden und das hier ist vielleicht deine Katze. Das kann nicht sein, ich habe mein Kätzchen gefunden, Sie müssen mir glauben. Bringen Sie mich nach Hause, ich zeige Ihnen es, bitte, ja? Okay, Freund, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich kümmere mich später darum, ich muss noch Hinweise finden. Danke sehr. Gehen wir. Ja, und die Särge lassen wir einfach so offen. Tschüss, Eltern. Das sind die Eltern von Friendbo. Oh Mann. Wie makaber das ist. Wow. In die Hände der Dunkelheit entschwunden. Du hast keine Manieren. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich nahm dir das Licht.
die du liebst, die du respektierst und die, deren Liebe du dir wünschst. Okay. Du zerbrochenes kleines Mädchen. Das Haus des Wahnsinns lädt dich ein. Wenn du die, die du liebst, finden willst, musst du in der Dunkelheit erwachen. Wach jetzt auf, Friend. Wach auf. Kapitel 5. Das Haus des Wahnsinns. Tante Grace, bist du das? Mein Schatz, du bist endlich aufgewacht. Du bist zu Hause, Liebling. Bin ich? Wirklich? Das ist unglaublich. Ich bin so froh, dich zu sehen. Bitte umarme mich. Bald, mein Liebling. Und wo ist Mr. Midnight? Deine Katze? Naja, das weißt du, der lief weg, nachdem du was er getan hat. Was? Er lief weg, aber was hat er getan? Nein, deine Katze hat meine Schwester und deinen Vater getötet. Er ist ein Verräter. Das stimmt nicht, es kann nicht stimmen. Er hat es nicht getan. Egal, ob er stimmt oder nicht, am Ende braucht man immer einen Schuldigen, oder? Aber du kannst Mr. Midnight nicht die Schuld geben, er ist mein bester Freund. Es ist leichter, jemanden anderen zu beschuldigen, als Selbstverantwortung zu übernehmen, oder? Ich übernehme immer die Verantwortung für meine Taten, selbst wenn sie nicht so gut sind. Du bist ein gutes Mädchen. Ruh dich jetzt aus, Schatz. Das brauchst du. Aber Tante Grace, verlass mich nicht. Warum bin ich ans Bett gekettet? Weil deine Hände schlimme Dinge tun, wenn sie nicht gefesselt sind. Wovon redest du da? Mach mich sofort los. Ich muss Mr. Midnight finden. Kleine, süße Friends, sorge dir nicht um die Lügen. Die Wahrheitssuchende wird immer sterben, weil sie das Böse niemals versteckt. Kleine, süße Friends, geh ins Bett und schlaf gut und vergiss den Schmerz in deinem Geist. Du wurdest auserwählt zu leiden, zu weinen und zu hassen. Aber die Dunkelheit will dich von allen Schanden befreien. Schlaf gut, Friend, mein Schatz. Psychotante. Oh nein, lass mich hier nicht zurück, Tante Grace, komm bitte zurück. Warum verhält sie sich so komisch? Warum gibt sie Mr. Midnight die Schuld? Mein Kätzchen kann meinen Eltern nicht getötet haben. Seine Krallen sind zu klein und weich. Ich hoffe, es geht ihm gut, aber was soll ich jetzt tun? Tick-Tack, Tick-Tack, verrücktes Geräusch, hört niemals auf. Wenn ich so drüber nachdenke, der Uhrmacher sagt etwas von einer Geschichtenrealität. Vielleicht ist noch eine Version von mir hier in einer anderen Zeit. Oder vielleicht spinne ich auch, aber wenn es wahr ist, wie kann ich sie kontaktieren? Dr. Dean sagte, dass alles in meinem Kopf ist. Okay, aber was soll mir da jetzt helfen? Benutzen? Der Wind fegelt all den magischen Stab fort. Oh, hallo, was machst du in meinem Bett? Bist du krank? Dein Bett, das ist mein Bett. Und nein, ich bin nicht krank. Aber du bist angekettet, du bist ein Hund. Warte, kenne ich dich? Ich bin kein Hund. Und ja, ich bin angekettet. Kannst du mich losmachen? Oh, du bist ich. Das bist du wirklich. Glaubst du, das heißt, dass ich es geschafft habe, die Autorität zu betreten? Hast du schon Edward getroffen? Er redet immer davon. Ja, ich habe ihn schon getroffen, aber seit dem Unfall habe ich ihn nicht gesehen. Du hattest einen Unfall, dann bist du ja kaputt. Ich bin nicht kaputt, warum sagst du sowas?
Denk mal drüber nach. Der einzige Weg in die Ultra-Realität ist, die Augen und Ohren kaputt zu machen. Die physikalischen Grenzen kaputt zu machen. Das klingt extrem. Glaubst du, ich bin tot? Nein, ganz und gar nicht. Sie sagten mir, dass Sterben nur ein Geisteszustand sei. Sie? Wer sind Sie? Alle Wesen, die wir sehen. Die Schwarzen, die Weißen. Weißt du, warum diese Dinge sehen? Ja, ein Mann namens Leon hat mich einmal besucht und mir alles erklärt. Oh, kannst du mir sagen, warum wir diese Dinge sehen, die wir sehen? Wie wäre es, wenn ich dir erst die Handschellen öffne, dann reden wir. Gute Idee, ich muss auch Mr. Midnight finden. Ich glaube, er ist in Gefahr. Tante Grace gibt ihm die Schuld am Tod unserer Eltern. Wer ist Mr. Midnight? Was? Das ist unser Kätzchen, weißt du? Unser bester Freund. Ich habe keine Katze. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Wie denn auch sei. Mal sehen, ob ich dich befreien kann. Zufälligerweise sammle ich Schlüssel. Bin gleich wieder da. Ach so, jetzt spielen wir sie. Okay. Oh, süß, süße Melodie. Hallo, Dr. Oswald. Okay. Bist du wütend? Möchtest du darüber reden? Ich glaube, die Schlüssel sind im Schrank, oder? Und was ist das? Das habe ich nach meiner Reise mit Edward und Palotras gemalt. Okay. Ah, diese Jacke. Ah, mein gelbes Kleid ist hübsch. Hast du schlimme Dinge getan? Stiftung über lächelnde Gesichter rumzumalen. Ich möchte gerade nicht malen. Meinen Kleider für Aufführungen. Okay. Ja, okay, wir haben ja die Schlüssel. So. Benutzen. Schauen wir mal, welcher Schlüssel. Okay, ich teste einfach mal rum. Ah, aufgeschlossen. Danke, Sir Fran. Hey, du hast wirklich viele Schlüsse da drin. Ja, du nicht? Oh, Fran, bevor ich es vergesse. Palontas hat mir gesagt, dass ich dir das hier geben soll, wenn wir uns jemals treffen sollten. Ja, ich glaube, das hilft dir, etwas zu öffnen. Palontas, du kennst ihn auch. Wow, danke. Ja, er hat mir auch gesagt, dass du bereit wärst für das, was kommt, wenn wir uns treffen. Was? Bereit für was? Sag es mir. Oh nein, ich kann nicht, sie kommt. Sei still. Komm schon, Freund, du musst jetzt den Doktor sehen. Nein, geh nicht, Freund, wir haben Dinge zu besprechen. Die Krankenschwester ist böse, böse, böse Krankenschwester. Sie hat in der Zeitung über mich gelogen. Egal, ich muss das Monster finden. Es hat bestimmt Mr. Midnight mitgenommen. Aber niemand nimmt mir mein Kätzchen weg. Niemand. Okay, dann wären wir jetzt frei. Was ist das hier? Was? Im Mansion Klee. Oh, ich liebe das, dieses Comic. Okay, ein Comic. Das habe ich gemalt. Das sind meine Kätzchen und ich. Der Nussknacker steht Wache. Okay. Ach, die kann ich jetzt vertauschen. Ist auch so eine Art Rätsel. Okay, ich muss das zum richtigen Ding platzieren. Ich glaube, das kommt hier rein. Okay, ich glaube, es kommt hier unten rein, sie kommt hier rein. Warte mal. Da ist ein Schlüssel. Ich glaube, ich muss die wirklich alle richtig platzieren.
Uff. Ja, meine Freunde, ich sehe aber, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Frenbo. Tschüss.